Vielen Dank, Luis Rufato, für diese Ausführungen und zum Teil sehr erschreckenden Einblick in die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation in Brasilien. Du hast es gesagt, mit dem Wahlsieg Bolsonaros, und es sah auch lange danach aus, hat eigentlich niemand in Brasilien und auch außerhalb von Brasilien zumindest für lange Zeit nicht gerechnet. Noch vor circa 15 Jahren galt sozusagen Brasilien mit der PT-Regierung und Lula als Präsident, als Hoffnungsträger einer gesellschaftlichen Veränderung in Brasilien, aber auch in Gesamtlateinamerika, insbesondere für die marginalisierten Bevölkerungsschichten, die sehr lange sozusagen auf mehr gesellschaftliche Teilhabe und politische Teilhabe gewartet haben. Heute, 15 Jahre, nicht mal 15 Jahre später, wird das Land von einer rechtsautoritären Regierung geführt, die ultrakonservative, neoliberale, religiöse, antidemokratische, homophobe und gar sozialdarwinistische Positionen miteinander vereint. Darüber hinaus wird eine Law-and-Order-Politik implementiert, dessen oberste Gebote der Schutz des Eigentums, zur Not mit Waffengewalt, sowie die Bekämpfung der Kriminalität, ebenfalls mit Waffengewalt, und die Unterdrückung linker Bewegungen und Organisationen ist. Wie konnte es dazu kommen? In welchem Zustand befindet sich die Demokratie in Brasilien heute? Können wir überhaupt noch von einem demokratischen Staat sprechen? Wie lässt sich der aktuelle Rechtsruck in Brasilien begrifflich auf den Punkt bringen? Ist der Begriff, die Veranstaltung ist ja bewusst mit einem Fragezeichen versehen worden, können wir tatsächlich von einem neuen Faschismus sprechen oder brauchen wir andere Begriffe, Analysen, Konzepte, um das auf den Punkt zu bringen, was wir dort gegenwärtig beobachten und was uns Luis Rufato dargestellt hat? Und schließlich, welche Gegenbewegungen, welche Gegenkräfte existieren oder sind in der Lage, sowas wie so eine Art Gegenmacht aufzubauen, um tatsächlich sozusagen das Schlimmste in Anführungsstrichen zu verhindern? Was können sie tun und was tun sie gegenwärtig? Das sind einige der Fragen, die wir nun hier auf dem Podium in Anschluss an deinen Vortrag, Luis, diskutieren wollen. Und ich finde, angesichts des Aufstiegs rechtsextremer und rechtspopulistischer Bewegungen und Parteien in Europa und Deutschland sind wir gar nicht außerhalb der Konjunktur, Albrecht, sondern hochaktuell mit dem, was wir aus Brasilien hören. Denn ich denke, das ist auch für das, was hier gerade uns beschäftigt, hochinteressant. Neben Luis Rufato begrüße ich auf dem Podium für die Diskussion Renata Motta. Renata Motta ist promovierte Soziologin und Juniorprofessorin am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind soziale Ungleichheiten, soziale Bewegungen, Ernährungssouveränität und Bioökonomie sowie Demokratieentwicklung in Südamerika, insbesondere Brasilien. Und zudem, Renata ist Brasilianerin. Herzlich willkommen. Ich begrüße auch Claudia Ziller. Claudia Ziller ist promovierte Politikwissenschaftlerin und seit 2005 als Wissenschaftlerin tätig an der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin. Seit 2012 leitet sie dort die Forschungsgruppe Amerika. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Demokratieentwicklung, Populismus und Entwicklung, insgesamt mit einem regionalen Fokus auf Südamerika, auch hier insbesondere mit Bezug auf Brasilien. Claudia Ziller ist keine Brasilianerin, aber sie ist Argentinierin. Wir sind also ein bunt gemischter Haufen hier vorne auf dem Podium. Herzlich willkommen, Claudia. Nur damit Sie sich nicht wundern, wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir uns auf dem Podium duzen. Ich hoffe, das ist auch für Sie alle in Ordnung. Luis, du endest deinen Vortrag mit einer deutlichen Einschätzung. Du sagst, dass mit der Präsidentschaft Bolsonaros und seinen Äußerungen, wie er sei nicht als Präsident geboren, sondern als Militär, öffnen sich Räume. Räume, in denen sich faschistische Denkweisen und Mentalitäten entwickeln können, vielleicht sogar sehr schnell entwickeln und verbreiten können.
angesichts auch des Titels der Veranstaltung und der Tatsache, dass wir in Deutschland Schwierigkeiten haben, den Begriff des Faschismus sehr schnell in den Mund zu nehmen, zu Recht und historisch begründet, möchte ich dich eingangs fragen, warum denkst du, können wir mit Blick auf den Sieg und die Politik Bolsonaros dennoch von Faschismus sprechen? Bom, de novo boa noite. Nun noch einmal guten Abend. Zunächst möchte ich einmal darauf aufmerksam machen, und ich denke, das ist ganz wichtig, dass ich hier als einziger Mann neben drei Frauen sitze. Das wäre in Brasilien völlig undenkbar. Das ist schon ein großer Fortschritt. Zweitens wollte ich auch noch einmal unterstreichen, dass ich als Schriftsteller spreche und nicht als Politikwissenschaftler oder Ähnliches. Ich kann also hier sagen, was ich denke, ganz frei. Dieses Konzept des Faschismus ist kontrovers diskutiert, so wie auch Populismus kontrovers diskutiert wird. Es gibt unterschiedliche Studien, die versuchen, die Definition des Faschismus festzulegen. Deswegen sollte ich nicht derjenige sein, der diese Definition schreibt, und daher auch nicht derjenige, der bestimmt, ob Bolsonaro jetzt faschistisch ist oder nicht. Ich bin mir aber ganz sicher, dass die Bewegung, die er durch seine Regierung ins Leben bringt und diese autoritäre Art und Weise, wie er sich verhält, sind für mich Punkte, die Teil einer faschistischen Einstellung sind und die uns auf diesen Gedanken bringen. Vielleicht kein traditioneller Faschismus, aber eine neue Art des Faschismus. Auch die Positionen, die er in diesen ersten 4 Monaten eingenommen hat, das ist eigentlich schon fast eigenartig. In Brasilien spreche ich viel mit den unterschiedlichen Menschen und frage sie, warum hast du Bolsonaro gewählt? Nun, er verspricht Absurditäten, aber die Menschen sagen, nein, er wird das alles doch aber gar nicht tun. Dann sage ich, aber das verstehe ich nicht. Normalerweise wählen wir einen Politiker, weil wir glauben, dass er etwas umsetzen wird. Warum wählst du jetzt also jemanden, von dem du hoffst, dass er das, was er sagt, nicht umsetzen wird? Und deswegen, Christina, ist es für mich so, dass ich es vorziehe, zu glauben, dass er eine schwierige Mentalität hat und dass er wirklich eine faschistische Regierung anführt. Auf diesen Punkt zurückkommen müssen, insbesondere auch auf den Punkt, dass du sagst, möglicherweise haben wir es hier mit einer neuen Form, einer neuen Ausprägung von faschistischen Strukturen oder faschistischer Politik zu tun. Du hast gesagt, dass viele gar nicht glauben, dass er das, was er im Wahlkampf angekündigt hat, umsetzen wird. Und das ist auch nicht der zentrale Punkt ist, warum Sie ihn gewählt haben. Bevor wir uns aber sozusagen noch mal stärker mit dem Punkt beschäftigen, ob wir es hier mit sozusagen einer faschistischen Politik zu tun haben, ja oder nein, und wie wir das fassen können, vielleicht auch darauf Antworten geben können, sollten wir uns vielleicht noch mal konkret mit der Frage beschäftigen, was setzt die Regierung denn eigentlich um? Du hast ja in deinem Vortrag auch einige Punkte genannt, Abschaffung des Kulturministeriums, dann sozusagen Einführung eines Gesetzes zur quasi Straffreiheit von Polizistinnen, die sozusagen im Dienst Menschen ermorden und so weiter und so fort. Renata, jenseits dieser Punkte, was sind die wichtigsten, aus deiner Sicht wichtigsten Maßnahmen gewesen, die die Regierung seit Amtsantritt von Bolsonaro bis heute, also seit dem 1. Januar 2019, umgesetzt hat und die uns schon Hinweise geben auf das, was sich sozusagen dort als politisches Regime etabliert. Ja, guten Abend an alle. Ich freue mich, dass ich hier als Teilnehmerin auf dem Podium sitze. Es ist sicher schwierig, genau zu definieren, was in Brasilien vor sich geht.
Aber wenn man sich fragt, was Bolsonaro de facto umgesetzt hat, abgesehen von der Wirtschaftsagenda, dann können wir von Kulturkriegen sprechen. Es sind Gruppen an der Macht, die sich gegenseitig bekämpfen. Dann haben wir die Reform des Rentensystems, die dramatische Auswirkungen haben wird, vor allem was die Armen betrifft. Die Arbeitslosigkeit, die viele sorgt, die ihn gewählt haben. Die soziale Beteiligung und die erste Maßnahme in einer Demokratie, die er umgesetzt hat, nämlich die Kontrolle von NGOs, das Verbot, die Einschränkung demokratischer Freiheiten, was die Umwelt betrifft. Wie Luis ja auch schon angemerkt hat, große Einschränkungen, auch was die Rechte Indigener betrifft, der Indianerbehörde FUNAI, die in ihren Kompetenzen eingeschränkt wird, erhöhter Einsatz von Agrotoxika, die Kriminalisierung derjenigen, die Land besetzt haben, MST, auch die Straflosigkeit der Polizei, die im Dienst töten kann. Und was der Kampf der Korruption betrifft, sehen wir auch, dass das Paket, das Moro auf den Weg gebracht hat, die Kriminalität erhöhen wird. Denn kriminalisiert werden vor allem schwarze Jugendliche und ärmere Bevölkerungsschichten. Das sollte man unterstreichen. Was die Kulturkriege betrifft, abgesehen davon, dass das Kulturministerium abgeschafft wurde, da geht es um die Künstler, die frei denken, um Akademiker, um die Humanwissenschaften, Sozialwissenschaften. Aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, dass Bildungsministerium, das abgeschafft wurde. Auf der anderen Seite haben wir die Pfingstkirchen, die ihn unterstützen. Auch das, was als öffentliche Freiheit verkündet wird, als herrschende Philosophie und so weiter und so fort. Ja, vielen Dank, Renata. Du hast von den Kulturkämpfen gesprochen und das finde ich interessant, weil beim Zuhören von deinem Vortrag, Luis, habe ich mich gefragt, wie sich sozusagen die politische Kultur in einem Land rasant verändern kann, wenn Wahlkämpfe mittlerweile über Messenger-Dienste wie WhatsApp entschieden werden. Und dann denke ich, sollten wir uns auch nochmal genau diesen Punkt anschauen. Ich denke, du hast darauf hingewiesen, wie wichtig das war und wie manipulativ der Wahlkampf geführt worden ist und in welcher kurzen Zeit Bolsonaro es geschafft hat, eigentlich sozusagen das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden. Und vor dem Hintergrund, Claudia, würde ich dich gerne nochmal fragen oder gerne fragen nach der Bedeutung dieses Wahlkampfes, der extrem emotional, extrem manipulativ geführt worden ist, in dem es sozusagen tatsächlich sozusagen die Wahl entschieden worden ist auf Grundlage von Lügen und sogenannten Fake News. Wir kennen das auch aus anderen Wahlkämpfen. Das ist nichts Brasilien-typisches. Nichtsdestotrotz sollten wir uns als Wissenschaftlerinnen, die wir ja auch frei denken können, glaube ich, fragen, ob wir, wenn wir von der brasilianischen Wahl sprechen, noch von einer demokratischen Wahl sprechen können. Einen schönen guten Abend und danke an die Blätter für diese Möglichkeit, an dieser Runde teilzunehmen. Zu deiner Frage, die kurze Antwort von meiner Seite lautet ja mit Abstrichen. Und ich komme jetzt zur Problematisierung der Abstriche. Ich würde sagen, das Hauptproblem im Hinblick auf die demokratische Legitimität dieser Wahlen
ist nicht in den Medien der Werbung des Wahlkampfes, sondern das Hauptproblem sehe ich darin, dass die zwei aussichtsreichen Kandidaten, wir haben den einen gehabt im Gefängnis, der Hauptkontrahenten Bolsonaro, der große Chancen hatte zu gewinnen, war Lula. Und ich möchte jetzt nicht auf den Prozess eingehen, was mit verschiedenen juristischen Fragen verbunden ist, aber selbst wenn er ordnungsgemäß, rechtmäßig im Gefängnis wäre, dass der aussichtsreichste Kandidat im Gefängnis sitzt, ist ein Problem für die Demokratie. Der zweite Punkt ist, wenn der zweitaussichtsreichste Kandidat sagt, wenn ich verliere, weiß ich nicht, ob ich diese Wahlen oder das Wahlergebnis anerkenne, es ist auch ein großes Problem für die Demokratie. Das heißt, ich sehe in der Situation der zwei Kandidaten mit den größten demokratischen Chancen, eine Wahl zu gewinnen, diese Situation, das ist das Hauptproblem. Das andere ist in der Tat eine neue Herausforderung für die moderne Demokratie. Der Wahlkampf im Radio ist reguliert, der Wahlkampf im Fernsehen ist reguliert. Diese Regulierung war nicht von Anfang an da, sondern zunächst mal gab es Rundfunk und dann die staatliche Regulierung für den Wahlkampf und so weiter. Das Recht kommt immer hinterher. Und es ist diese Bereiche der Medien, es ist eine große Aufgabe für den Rechtsstaat, diesen Bereich im Rahmen von Wahlkämpfen zu regulieren. Da muss nachgesteuert werden. Letzter Punkt in diesem Bereich. Die Leute haben 12 Jahre Erfahrung mit der PT gemacht. Sie haben Gelegenheit gehabt zu erfahren, dass die PT nicht den Kommunismus nach Brasilien gebracht hat, nicht den Sozialismus und dass kein Kind in einer öffentlichen Schule gezwungen wurde, homosexuell zu werden. Wenn das nicht Beweis genug ist, dann würde ich sagen, das Problem ist nicht Messenger. Renata, du möchtest noch direkt was ergänzen? Gerne. Ja. Eu acho importante também pensar, pensar em que medida essas eleições... Es scheint mir auch wichtig zu sein, darauf hinzuweisen oder zu hinterfragen, inwiefern diese Wahlen sich demokratisch verhalten haben oder demokratisch abgelaufen sind. Am Ende der Wahlkampagne sagte eine Journalistin von der Folha de São Paulo, dass auch Wirtschaftsmittel eingesetzt wurden für die Kampagne von Bolsonaro und um die Fake News zu finanzieren über Unternehmen und so weiter. Man kann also sehen, dass die demokratischen Kontrollinstanzen ja relativ funktionieren. Wie du gesagt hast, einige Prozesse funktionieren und es wird auch sehr schnell gehandelt seitens der Justiz, aber bei anderen Prozessen ist man zögerlich. Viele Wähler aus unterschiedlichen Regionen waren ja auch weiterhin der PT treu. Das hat auch Auswirkungen auf den Wahlprozess gehabt. Es gab auch auf Unternehmen, die mit ihren Angestellten Kampagnen ausgetragen haben für Bolsonaro. Also wir warten jetzt, was die Rechtsprechung daraufhin zu bieten hat. Ich bin absolut einverstanden mit dem, was die beiden gesagt haben. Ich möchte nur auf eine Frage zurückkommen, die wir manchmal vergessen und die vielleicht auch wichtig ist. Wie
existiert Demokratie. Und manchmal denke ich Folgendes. Kann man von einer vollwertigen Demokratie sprechen in einem Land von Analphabeten, in einem Land, in dem Menschen, die um zur Arbeit zu kommen, 10 Stunden brauchen, um von zu Hause zum Arbeitsplatz und wieder zurückzukommen? Das sind die Probleme eines großen Teils der Bevölkerung in Brasiliens. Und zwar, wo kann ich wohnen und was habe ich morgen zum Essen? Also diese Fragilität ist eine Realität. Und inwiefern können solche Menschen demokratisch handeln? Das sind Fragen, die ich mir stelle. Luis, du stellst eine zentrale Frage, natürlich, mit der sich Politikwissenschaftlerinnen schon viel beschäftigt haben, auch nicht immer sozusagen mit Ergebnissen dazu, aber du stellst natürlich die zentrale Frage, was ist eigentlich Demokratie? Und können wir sozusagen, reicht es von Demokratie zu sprechen, wenn wir sagen, wir haben alle 4 Jahre Wahlen, die mehr oder weniger regelhaft ablaufen, oder brauchen wir nicht sozusagen ein Demokratieverständnis, das weit über diese Stimmabgabe hinausgeht und sozusagen alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens umfasst? Das ist ja deine zentrale Frage, und ich denke, da müssen wir auch nochmal drauf zurückkommen, um Antworten geben zu können, auch auf die Herausforderungen, die sich jetzt nun stellen in Brasilien für Demokratie. Bevor wir das tun, möchte ich gerne nochmal zurück zu einem Punkt, den du auch angesprochen hast und der auch schon ein Stück weit von Claudia Ziller angesprochen worden ist, nämlich die Rolle der PT. Du hast in deinen Ausführungen über die sozusagen die Entwicklung hin zur Präsidentschaftswahl von Bolsonaro begonnen beim Antritt der Präsidentschaft von Lula und hast sozusagen alle Punkte angesprochen, die sich durch die PT-Regierung durchgezogen haben, Aufstieg, Wachstum, Sozialpolitikprogramme, Abbau von sozialen Ungleichheiten, dann Krise, Rückgang der Rohstoffpreise, Korruptionskrise, politische Krise, Staatskrise und Wirtschaftskrise. Du hast sozusagen alle Punkte angesprochen. Ich habe mich beim Zuhören gefragt, ist die Linke, also im Wesentlichen die PT, und ihre nahestehenden Gruppen und insbesondere auch ihre vielleicht rohstofffinanzierte Sozialpolitik ohne weitreichendere Strukturreformen verantwortlich für Bolsonaro? Ich glaube, das ist ein wirklich komplexer Sachverhalt, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass ein Teil der Verantwortung für den Aufstieg von Bolsonaro nicht nur bei der PT liegt, sondern auch bei der PSDB, bei der sogenannten Linken in Brasilien. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die PSDB und auch die PT es nicht geschafft hat, in diesen ganzen Jahren eine wirkliche Führungsrolle zu stellen und auch sich nicht geschafft hat, zusammenzuschließen, obwohl die PSDB es häufig angeboten hat. So waren beide Parteien fragil, und die PSDB wurde, und der Kandidat ging völlig unter in den Wahlen. Ich interessiere mich aber jetzt natürlich nicht besonders für die PSDB, sondern für die PT. Die PT hat einen klaren, war Bild für einen neuen Diskurs, der zum ersten Mal in der Geschichte stattfand. Und es war zum ersten Mal, dass eine Partei wirklich aus der Basis der Gesellschaft entstanden ist. Es war keine Partei, die gegründet wurde und diese Massen gewinnen musste. Nein, sie entstand wirklich aus den Gewerkschaften, aus den sozialen Bewegungen, mit einem ganz klaren Ziel, nämlich eine neue Politik umzusetzen. Und diese neue Politik ist so nicht umgesetzt worden, ist nicht in die Realität übergegangen, und die Frustration, die sich so bei der Gesellschaft auch in der Gesellschaft aufgebaut hat, die glaubte, dass die PT wirklich eine Alternative sein könnte,
hat dazu geführt, dass sie nicht die PT gewählt haben, sondern einfach den anderen Kandidaten. Meine persönliche Frustration ist, dass es keinen einzigen Moment der Autokritik in der brasilianischen Linken gab in Bezug auf die letzten Jahre. So als ob Bolsonaro ein Phänomen sei. Nein, er ist konstruiert worden in einem langen Prozess, langsam aufgebaut, und daher gab es auch Verantwortung in diesem ganzen Prozess bei der Linken. Ganz kurz, wenn ich darf, ergänzen, keine Bildung einer neuen politischen Führung, und auch nicht, die PT hat sich von diesen Korruptionsaffären nicht deutlich distanziert, aber ich glaube, die Ermöglichung von Bolsonaro begann mit dem Impeachment, wo fast alle mitgemacht haben, und selbst Cardoso in einem Meinungsartikel unterstützte das Impeachment gegen Dilma. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, nicht nur haben viele Parteien diese Entwicklung ermöglicht, sondern sie haben das auch nicht verhindert, weil als man sah, dass Bolsonaro immer mehr Chancen hat, in die Stichwahl zu kommen, sie haben sich nicht zusammengetan, um die Stimmen zusammenzuführen und ein Gegengewicht zu entwickeln. Und selbst bei der Stichwahl haben nicht die linken Parteien gesagt, wir haben den ersten Wahlkampf verloren, unser Kandidat ist Haddad, weil wir für Demokratie sind. Also selbst nicht verhindert haben sie das am Ende. Und das finde ich bedauerlich. Só para também complementar, eu acho super importante. Ich würde gerne auch noch anmerken, denn ich glaube, das ist sehr wichtig, dass dieser Verlust der Vorherrschaft der PT im Juni klar wurde, als man die sozialen Bewegungen, die den öffentlichen Raum besetzten, nicht für sich gewinnen konnte, dass es also zu einer Polarisierung kam, dass die neuen Rechten diesen Raum besetzt haben. Und Bolsonaro hat es geschafft, diese Unzufriedenheit der Straßen am meisten für sich zu nutzen, auf sich zu vereinen. Die Linke hat es sich nicht geschafft, sich zusammenzuschließen. Im Vergleich dazu haben die Frauen es aber geschafft, sich zusammenzuschließen. Die größte politische Allianz war die Bewegung Ele Não, er nicht, von 2018. Und das war ein Moment, in dem unterschiedlichste Parteien vor Ort waren, aber es war eine Bewegung, die aus unterschiedlichen Frauenorganisationen hervorgegangen ist. Dieses Gefühl von den Straßen, von den Frauen, konnte aber wieder nicht kanalisiert werden und genutzt werden. Es war also entkoppelt. Man hat sich von der historischen Basis entfernt, die PT aufgebaut hat und aus der die PT hervorgegangen ist. Ja, man vergisst das manchmal. Diese Demonstration im Juni begann in São Paulo. Und wer war damals der Gouverneur? Fernando Haddad und Geraldo Alckmin. Das heißt, die PT war an der Macht in São Paulo, aber sie haben nichts getan oder wussten nicht, was sie dagegen tun hätten können. Ja, der Punkt mit der fehlenden Autokritik der Linken, das ist ja ein Punkt, der uns später vielleicht nochmal begegnen wird, wenn wir uns der Frage widmen, welche Bedeutung das, was in Brasilien hat, gerade für die gesamte Region hat. Bevor wir das aber tun, weil das ist sozusagen nichts Brasilien-spezifisches und das ist historisch auch nichts Neues. Und das ist sozusagen etwas, wo die Linke statt zu lernen immer wieder wiederholt, was sie vielleicht historisch auch schon an anderen Orten an Fehlern begangen hat. Das fehlende Moment der Autokritik. Ein wichtiger Punkt. Ich würde gerne aber nochmal zurückkommen. Ihr habt jetzt so ein bisschen ausgeführt, wie wir auch nochmal den Wahlsieg Bolsonaros verstehen können, welche Bedeutung, welche Rolle die verschiedenen linken Parteien daran hatten, wo sie sozusagen versagt haben, auch in der Kanalisierung von Bewegung, von Protest, von Frustration, wo es der Rechten viel besser gelungen ist, das für sich
zu erobern oder zu kanalisieren. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf die Frage nach dem Neuen des brasilianischen Phänomens, des neuen Faschismus vielleicht. Oder ist es etwas, was wir gerade sozusagen beobachten, ist das sozusagen, steckt hinter in den gesellschaftlichen Strukturen, in den gesellschaftlichen Prozessen, steckt da ein neues Moment von Faschismus oder haben wir es hier mit einer neuen Rechten zu tun, die letztendlich der Ausdruck ist, ich sage nicht, dass ich das selbst denke, aber es ist eine Frage, die sozusagen Ausdruck von hochgradiger Frustration, Absturz von sozusagen sozialen Errungenschaften, Angst um soziale Identität, Angst um sozusagen weggenommene Privilegien, also die große Angst der Mittelschichten, aber auch der Oberschichten, privilegiert zu sein. Ist das das, was sozusagen am Ende dazu führt, dass wir so eine rechte, autoritäre Regierung bekommen? Wie siehst du das, Renata? Du kennst Menschen, die in Brasilien auch Bolsonaro gewählt haben, aus unterschiedlichen Schichten. Wir wissen von dir, Luis, und auch von den Umfragen, dass Bolsonaro nicht nur von den Mittel- und Oberschichten gewählt worden ist, sondern auch aus den ärmeren Bevölkerungsschichten, sowohl von Weißen und von Schwarzen, in den Favelas zum Beispiel. Also er hat sozusagen das geschafft, eine breite Wählerinnenschaft zu vereinen. Und ich frage mich, was drückt sich da aus in der brasilianischen Gesellschaft? Ist es das Aufkommen, die Renaissance eines uralten, tiefsitzenden, faschistischen Denkens in der Gesellschaft oder ist es ein neues Phänomen, das wir auch anders fassen müssen? Essa pergunta me moveu muito também. Eu estive no Brasil durante Ja, ich habe mich das auch sehr oft gefragt. Ich war während der Wahlkampagne in Brasilien und ich habe mich erschrocken, als ich wahrgenommen habe, wie viele Menschen Bolsonaro wählen wollten. Ich habe mich gefragt, waren sie schon immer so sexistisch? Und so weiter. Aber ich möchte trotzdem nicht das brasilianische Volk als rassistisch oder klassistisch bezeichnen. Ja, das sind vorhandene Aspekte, aber ich glaube doch eher an Bewegungen und Gegenbewegungen. Obwohl die Politiken zur Verringerung der Armut, der PT, Auswirkungen hatten, vor allem auf die Frauen, auf die Landbevölkerung und die schwarze Bevölkerung. Denn es sind ja diese sozialen Gruppen, die die größten Auswirkungen der Diskriminierung auch zu spüren bekommen. Gab es also strukturelle Veränderungen hierdurch? Ich glaube, es gab eine kulturelle Wandlung, ein Bewusstsein des Kampfes um Rechte bei der schwarzen Bevölkerung, bei den Frauen und so weiter. Dieses Vordringen in bestimmte Räume, das hat stattgefunden und das hat einige gestört. Die Privilegien einiger gingen verloren. Weiße Männer, Heterosexuelle fühlten sich dadurch bedroht. An der Peripherie ist die Maskulinität sehr stark beeinträchtigt worden durch die prekären Arbeitsverhältnisse. Darüber gibt es Studien, also der Mann als Ernährer seiner Familie. Von daher muss man sich fragen, wie konnte Bolsonaro diese Gefühle für sich nutzen? Also er hat diesen mythischen Diskurs gegenüber dieser identitären Krise genutzt. Also wir sind nicht unterschiedlich, wir sind alle gleich, wir sind alle nationalistisch, wir sind alle gute Brasilianer. Und das in einem Augenblick, in dem gekämpft wird um die Koexistenz von Identitäten. Und er hat ein Programm geschaffen, das
eine quasi fiktive Identität, weiß, faschistisch, sexistisch und so weiter, schafft, was die Methoden betrifft. Also diese identitäre Politik hat natürlich neue Akteure, neue soziale Bewegungen, neue rechte Bewegungen, auch neue Methoden durch Bannen, durch die Algorithmen, die Roboter und so weiter. Es gibt also eine Reihe von neuen Mediationen, die eine Segmentierung der Debatte zur Folge haben und eine Fragmentierung des öffentlichen Raums. Ja, vielen Dank, Renata. Du hast sozusagen nochmal auf auch die neuen Momente hingewiesen, ganz stark, und hast aber auch nochmal deutlich gemacht, okay, wir haben es hier mit einem chauvinistischen, nationalistischen, sexistischen, autoritären Regime zu tun, ohne Zweifel. Du hast von faschistischen Tendenzen gesprochen. Claudia, wie schätzt du das ein? Sind es die Begriffe, die uns helfen, um das Phänomen Bolsonaro zu begreifen? Brauchen wir weitere oder andere Begriffe? Würden uns Begriffe, wie wir sie manchmal hören, wenn wir von den Regierungen in Osteuropa sprechen, wie sozusagen ein bisschen tröge und trockene Formulierungen, wie das ist zwar noch eine Demokratie, aber sie ist illiberal, würde uns das irgendwas bringen, oder ist es sozusagen auch nur ein Widerspruch in sich? Was denkst du? Viele Sachen. Also ich fange mit dem Begriff Faschismus an. Im Grunde, man kann den Faschismusbegriff dreierlei verstehen. Einmal ist es ein politischer Kampfbegriff, mit dem man Gegner, Gegnerinnen in der Politik negativ bezeichnen kann. Das interessiert uns jetzt weniger. Wir versuchen, das Phänomen zu verstehen. Der zweite Begriff, der Faschismus, ist ein historischer Begriff, mit dem wir ein historisches Phänomen verbinden, in erster Linie der italienische Faschismus unter Mussolini. Wenn man den Begriff, den historischen Begriff etwas weiterfasst und radikalisiert, dann der Nationalsozialismus unter Hitler. Aber das sind Namen für Entwicklungen, für Phänomene, die in der Vergangenheit liegen. Uns interessiert eher die Frage, nutzt uns heute der Begriff, dann ist es eine analytische Frage. Erlaubt uns der Begriff, bestimmte Eigenschaften zu erkennen, die dafür sprechen, dass wir mit einem faschistischen Phänomen haben. Und die Frage ist auch, was ist das Phänomen? Möchten wir das politische System Brasiliens analysieren? Möchten wir den Regierungsstil einer bestimmten Regierung analysieren, oder möchten wir die Mentalität von Bolsonaro und seine psychologische Ausstattung, seine Neigungen, seine Einstellung analysieren? Das sind drei verschiedene Fragen, ja? Und jetzt komme ich sozusagen nach der Differenzierung zu meiner Annäherung an die Antwort. Ich würde sagen, wir haben nicht mit einem faschistischen Brasilien. Dafür hat Bolsonaro bisher sehr wenig gemacht. Er hat nicht so viele institutionelle, strukturelle Reformen gemacht, dass er hätte das System, das die PT hinterlassen hat, hätte jetzt so verändern können, dass wir davor keinen Faschismus haben und heute doch ein faschistisches System. Das schließe ich aus. Ist das ein faschistischer Regierungsstil? Oder hat er faschistische Einstellungen? Was sind Merkmale des Faschismus, die ich bei ihm finde und nicht finde? Und ich spreche von faschistoidischen Merkmale oder Elemente, faschistische Elemente. Rechtsradikal, rassistisch, antiliberal. Antiliberal im Sinne einer Verachtung der autonomen Zivilgesellschaft, eine Verachtung einer freiheitlichen, gesellschaftlichen Ordnung. Dieser leidenschaftliche Antikommunismus, das ist schon historisch auch faschistisch gewesen, Antisozialismus, Antikommunismus. Diese Elemente kann man in seinem Diskurs wiederfinden. Die Verherrlichung von Gewalt ist typisch faschistisch. Ja, Gewalt als Mittel der Politik, nicht nur Gewalt, um die Kriminalität zu bekämpfen, sondern auch Gewalt als Prinzip, als Kontrollkulisse, ein Polizist, der nicht tötet, ist kein Polizist,
Und verbunden mit dieser Gewalt auch eine Verherrlichung des Militärisches. Das schwierige Wort ist so Prätorianismus. Also das heißt, wo das Militär eine besondere Rolle nicht nur als Streitkräfte, sondern als Institution in der Gesellschaft. Das, wenn er sagt, ich bin ein Militär, kein Politiker, oder die Schulen sollten wie Militärschulen geführt werden, diese Prätorianismus, diesen Militarismus finden. Aber das sind Aspekte, die mehr, immer noch, mehr im Diskurs als in der konkreten Politik. Ich komme jetzt zu den Sachen, die faschistisch sind, nach der analytischen Kategorie, aber bei ihm nicht wiederzufinden sind. Er will, also eine faschistische Ideologie versucht, die Gesellschaft zu mobilisieren, die Gesellschaft zu politisieren, natürlich nach der eigenen Ideologie, die zur Staatsideologie wird, die korporativistische Organisation der Gesellschaft, die Gesellschaft wird durchorganisiert, man will keine autonome Zivilgesellschaft, sondern eine vertikale, vom Staat aus organisierte, nach Korporationen, das ist er nicht, er will die Gesellschaft depolitisieren. Er hat gesagt, er ist froh, wenn die Studenten und Studentinnen sich nicht für Politik interessieren. Er will die Politik aus der Schule, vielleicht auch das kritische Denken. Also er demobilisiert und depolitisiert wäre sein Ziel und nicht die korporativistische Organisation. Die andere Sache, der Faschismus ist etatistisch. Der Staat muss alles unter Kontrolle haben. Die Wirtschaft, aber auch die Gesellschaft. Am Arbeitstag, am 1. Mai, hat er gesagt, dass der Staat nicht mal die Wirtschaftsordnung kontrollieren darf. Am Arbeitstag hat er gesagt, der Staat soll sich zurückziehen und die Aufsichtsfunktion aufgeben. Das ist alles als Staatsinterventionismus, was typisch vom Faschismus ist oder für den Faschismus. Sein Nationalismus ist ein bisschen schwach. Der Faschismus ist analytisch betrachtet nationalistisch. Jemand, der so nationalistisch ist, geht nicht in die USA und sagt Trump, we love you, und sagt, bitte wollt ihr eine Militärbasis in Brasilien, und dann mussten die Militärs kommen und sagen, nein, Moment, weil die Militärs nationalistischer sind als Bolsonaro. Letzte Eigenschaft, die man nicht sieht, ist, unter dem Faschismus wird alles vertikal, hierarchisch durchorganisiert. Es gibt das Führerprinzip. Sein Kabinett ist sehr chaotisch. Also da gibt es, sie widersprechen sich, der eine sagt, der Minister soll weg. Das hat mit dem Führerprinzip, es werden auch nicht paramilitärische Organisationen geschaffen, es gibt Verbindungen zu Milizen vielleicht, aber die hat er nicht selbst geschaffen. Also von daher, ich würde sagen, es gibt Elemente, die faschistoid sind, aber wenn man sich alle Kategorien 7, 8 anguckt, die erfüllt er nicht alle. Und deswegen würde ich dafür plädieren, den Begriff nicht zu benutzen, im Zusammenhang mit ihm, weil ich denke, der Begriff ist viel zu wichtig, als dass wir ihn überdehnen. Und das wäre auch eine Überschätzung seiner Regierungsleistung. Claudia, vielen Dank für die differenzierte Analyse. Eine Nachfrage hätte ich gerne an dich oder auch an euch alle. Du hast von den faschistoiden Tendenzen gesprochen, die sich insbesondere diskursiv äußern, aber auch sozusagen in bestimmten Beziehungen, nämlich die Beziehung zum Militär. Mich würde noch mal interessieren, wie schätzt ihr alle, denn die Rolle des Militärs ein, insbesondere erstens in sozusagen dem Aufstieg Bolsonaros, also bis zur Wahl, und zweitens aber auch in der aktuellen Politik, nicht wenige seiner Kabinettsmitglieder sind immerhin Militärs. Also wie stark ist das Militär involviert in dieses System? Mache ich gleich weiter und gebe gleich davon weiter. Es wurde bereits angesprochen, dass
was das Wenige, was bisher gemacht wurde, im Einklang steht mit seinem Wahlkampf. Also das dürfte uns nicht überraschen. Was mich überrascht hat, ist, dass das Militär im Kabinett zum Teil in bestimmten Fragen eine mäßigere Funktion hat. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und dass zum Beispiel das mit der Militärbasis in Brasilien oder Militärintervention in Venezuela waren die Militärs im Kabinett, die gesagt haben, nee, Moment. Also das ist für mich, das habe ich nicht erwartet. Aber das Militär hat schon, es gibt zwei Kontexten, wo das Militär immer eine prominente Rolle spielt oder dazu tendiert zu spielen. Es ist im Kontexten von großer Unsicherheit, Kriminalität. Und die Leute haben die Erfahrung mit der Polizei und wissen, die Polizei ist korrupt, aber die Bürgerinnen und Bürger haben weniger Kontakt zum Militär und dann denken sie, aber diese Institution ist nicht korrupt. Wir kennen die Politiker, wir kennen die Polizisten, aber die Militärs, ja, die treten nicht so in Erscheinung und wir brauchen Sicherheit. Und wenn die Politik für korrupt gehalten wird, dann ist es der Aktor, der immer gerufen wird. Und weil das Gedächtnis kurz ist, hilft die Geschichte nicht so sehr. Ich wollte noch hinzufügen und auch kommentieren, was Claudia gesagt hat. Das Militär und die Streitkräfte haben auch Stellen eingenommen, an die wir sonst nicht kommen. Zum Beispiel ein Sicherheitsdienst im Bildungsministerium und auch das Regierungssekretariat ist besetzt vom Militär. Und das bedeutet, dass es eine neue Nutzung von der Militärpraxis geben wird. Und wir werden sehen, wohin das führen wird. Etwas, was ich interessant finde, und ich denke, das hat mit dem Konzept des Faschismus und auch der Mobilisierung der Gesellschaft zu tun. Ja, da stimme ich mit Claudia überein, aber es gibt auch noch eine interessante Dynamik. Etwas, was die Gesellschaft politisiert, aber nicht in dem Sinne des Faschismus. Die öffentlichen und semi-privaten Räume werden eingenommen, wo es keine Gegensätzlichkeit gibt, wo man nicht argumentieren und gegenargumentieren muss. Die Mobilisierung von Netzwerken, um jegliche Meinungen zu verbreiten. Ich denke, die Demokratie heißt, dass wir uns gegenseitig nicht einig sein müssen und dass wir das leben müssen. Und ich denke, dass dies in diesem Sinne der Sinn dafür abgebaut wird, sozusagen. Es sind faschistoide Elemente, die wir bei Bolsonaro finden können, das Aufwühlen der Gesellschaft, Abschaffung von jeglichen Gegensätzen. Die Medien, die diskreditiert werden und auch andere Phänomene. Ich stimme auch mit Claudia überein, aber ich denke, dass die Depolitisierung auf eine bestimmte Art und Weise stattfindet. Es gibt also eine Suche nach einem hegemonischen Gedankengut, einem allgemein vorherrschenden Gedankengut. Und das ist manchmal kein sinnhaftes Gedankengut. Ich denke, diese Suche wird nicht bald zu Ende gehen. Sie wird uns noch weiterhin in der weiteren Zukunft beschäftigen. Die Rolle des Militärs. Wir sollten uns einmal vorstellen.
Die politische Geschichte Brasiliens ist eine Geschichte der Diktaturen mit kurzen Momenten der Demokratie. Die brasilianische Geschichte fängt an mit einem Putsch quasi gegen das Imperium, dann wird die alte Republik gegründet, dann gibt es einen Zivilputsch gegen den Estado Novo, den neuen Staat, dann Getúlio Vargas, der gegen sich selbst putscht sozusagen. So kommt es zu einer Vertiefung des Estado Novo und dann das Ende des Krieges und die Demokratisierung Brasiliens. Wenn wir also diese ganze Zeit analysieren, dann sehen wir, dass es dass die Militärs immer vorbereitet waren auf einen Putsch. Auch während auch nach 64 und auch während der Regierungen waren sie immer vorbereitet. Und es ist also eine Geschichte der Militärputschs. Wenn wir also hören, dass Bolsonaro sagt, dass das Militär die Demokratie in Brasilien sicherstellt, dann müssen doch die Ohren aufgehen. Wie kann es sein, dass diejenigen, die Demokratie schützen, die sie gleichzeitig auch in Gefahr bringen und dass ausgerechnet die Streitkräfte sein sollen? Wenn also die Streitkräfte in der Regierung überall vertreten sind, dann ist das gefährlich, denn wir sehen, dass das Militär an der Regierung niemals positiv war, auch wenn sie demokratisch gewählt wurden. Wir sollten darauf also nicht vertrauen. Letztlich möchte ich noch anführen, dass eine der Maßnahmen, die Bolsonaro umgesetzt hat, die Steuern auf Zigaretten zu senken war. Und ich denke, das ist etwas, was schlimm ist, denn wenn man jetzt in Brasilien sich umschaut, dann rauchen nur noch sehr wenige Menschen. Diese Steuern auf Zigaretten sind sehr hoch und das heißt, dass die Zigaretten meistens aus Paraguay geschmuggelt werden und sehr schlechte Qualität haben. Deswegen fragt man sich, ob es noch Zigaretten guter Qualität überhaupt in Brasilien gibt. Manche denken, dass Mourão ein guter Charakter ist. Ich denke, wir haben in Brasilien unterschiedlichste Gründe, warum wir den Streitkräften nicht trauen, und so sollten wir es weiterhin halten. Die Streitkräfte können keine demokratische Regierung garantieren. Was ergänzend dazu, was eine Demokratie unter anderem gekennzeichnet ist, eben dass das Militär sich unter ziviler Kontrolle befindet. Aber wenn sozusagen in den zivilen Posten die Militärs selbst sitzen, also das kann nicht funktionieren. Also es ist schon fast eine mathematische Regel. Ja, vielen Dank. Brasilien war immer und ist es bis heute einflussreich in der Region. Nun haben wir in der Region auch in Tendenzen, die sehr ähnlich aussehen wie in Brasilien. Bereits vor der Wahl Bolsonaros gab es sozusagen Rechtstendenzen, Rechtsrucke in Argentinien zum Beispiel. In Kolumbien hat ein rechter Präsident die Wahlen gewonnen, ein deutlich rechterer Präsident als der vorherige. Es gibt möglicherweise noch sozusagen andere Entwicklungen. Ich bin Venezuela, wir wollen da nicht, das wäre sozusagen ein weiter abendfüllendes Programm. Da wollen wir jetzt heute nicht drüber sprechen. Aber es gibt Entwicklungen in Lateinamerika, die sozusagen nicht nur Brasilien betreffen. Nichtsdestotrotz hat Brasilien immer eine zentrale Bedeutung gehabt für die Region, sei es wirtschaftlich, sei es aber auch politisch. Nochmal direkt an dich erstmal, Claudia, die Frage, welche Bedeutung hat der Aufstieg Bolsonaros, dieser neuen Rechten, für die Rolle Brasiliens in Lateinamerika und für die Entwicklung in der gesamten Region? Also
Mein erster Punkt wäre zu sagen, wir sollten vorsichtig sein. Und so wie die linke Welle oder die rosa Welle, rote Welle, wie man sie nennen will, linker, progressiver Regierungen der letzten Dekaden oft dazu verleitet hat, alle sozusagen gleichzusetzen, analog zu betrachten, obwohl diese verschiedenen linke, progressive, zum Teil populistische, zum Teil nicht populistische Regierungen alle unterschiedlich waren. Und schon damals ich für Differenzierung plädiert habe, würde ich heute im Rahmen eines Rechtsrucks auch für Differenzierung plädieren. Und wir sollten den Fehler nicht machen, zu sagen, wir haben lauter Bolsonaros in Lateinamerika. Und wir sollten ja, aufpassen, nicht den Lautesten für den Repräsentant einer linken oder einer rechten Bewegung zu halten, ja, was die Tendenz ist. Oder der am meisten provoziert und so weiter. Deswegen, wir haben einen Rechtsruck und nach einem Linksruck, und das spricht zunächst mal für mich, für kompetitive Wahlen, die einen Machtwechsel ermöglichen. Und darüber freue ich mich. Das Problem der Demokratie ist, dass die Demokratie keine Garantie mitliefert, dass ein Nichtdemokraten demokratisch gewählt wird. Das demokratische System ist so offen, zum Glück, aber hat dieses Problem, dass nicht demokratische Kandidaten an die Macht kommen können. Die Frage ist, ob diese Demokratie, die Checks and Balance, die Gewaltenteilung, den Rechtsstaat und die lebendige Zivilgesellschaft hat, um sozusagen diesem Nichtdemokraten, der durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen ist, nicht alles zu erlauben. Und da ist, wo Demokratien sich bewähren, und das, deswegen sprechen wir in Deutschland von einer wehrhaften Demokratie. Das Problem für Lateinamerika ist, dass natürlich bestimmte Sachen salonfähig gemacht werden, bestimmte Exzesse, eine Radikalität, und das ist der erste Punkt. Und dass viele werden sagen, ah, wir haben laute Duque, Piñera, Macri und Bolsonaro, und nicht alle werden sich die Mühe machen, die zu unterscheiden und zu differenzieren. Wenn man lauter Bolsonaros in Lateinamerika hat, kann man davon ausgehen, dass es nicht viele Kooperationen geben wird, weil auch ein Trump und ein Bolsonaro nicht unbedingt kooperieren werden, weil das in der Natur dieser Persönlichkeiten und dieser Stile, also Unilateralismus mit Unilateralismus, ist, kombiniert sich nicht so leicht. Und es gibt Probleme in Lateinamerika, die über transnational sind und nur über transnationale Kooperation zu bewältigen, ich spreche gar nicht von Lösung, zu bewältigen ist. Und wenn wir in Brasilien, in dem größten Land Lateinamerikas, eine Regierung haben, die sich für die Region wenig interessiert, die vom Multilateralismus wenig hält und Gewalt und repressive Maßnahmen für das ideale Instrument der Politik hält, das ist ein Problem für Koordination, Kooperation, für regionale Institutionen. Und wie gesagt, das macht viele Sachen salonfähig, die ich mir nicht wünsche. Ja, vielen Dank, Renata. Ich gebe dir gleich das Wort. Ich möchte noch eine Frage dazu legen. Müssen wir, Luis hatte darauf hingewiesen, du hast jetzt auch noch mal gesagt, dass sozusagen eigentlich nicht viel zu erwarten ist an Kooperation zwischen Trump und Bolsonaro, weil sich sozusagen Unilateralismus ausschließt in der Kooperation. Nichtsdestotrotz meine Frage, es gibt ja doch einige Kooperationsschritte, erste zwischen, sehr schnelle sogar, zwischen Bolsonaro und der Trump-Regierung. Müssen wir nicht doch stärker sozusagen damit rechnen oder ist nicht zu erwarten, dass es doch erneut einen viel stärkeren erneuten sozusagen Einflussnahme der US-Regierung, zumindest der aktuellen, auf die Region wieder geben wird, zumindest im Vergleich zu den Jahren, zu den letzten Jahren, in denen das auch abgenommen hat. Also das ist meine Frage, nimmt die Einflussnahme der US-Regierung wieder auf Lateinamerika durch auch sozusagen salonfähig gemacht durch Bolsonaro wieder zu? Nee, das waren alle. An alle, ihr dürft alle sprechen. Eu
Volto rapidinho, só sobre a influência do Bolsonaro, yeah. Eu acho, na região. Was, eu acho interessante pensar como a América Latina. Bolsonaro in der Region und seinen Einfluss betrifft. Ich denke, Argentinien, Chile, Uruguay, verschiedene Länder waren Pioniere, indem sie die Vergangenheit aufgearbeitet haben, als die Militärs an der Macht waren. Und Brasilien hat sich natürlich dieser Arbeit nicht gestellt. Durch das Amnestiegesetz sind alle heil davon gekommen. Es ist ein Revisionismus, was die Militärdiktatur betrifft, vorhanden. Man sagt, es war ja gar keine Diktatur. Oder keine richtige Diktatur, es gab keine Folter. Oder aber man spricht sich offen für Folter aus. Ein verfassungswidriges Vorgehen, auch in Brasilien. Und komischerweise hat Brasilien diesen Diskurs niemals bestraft. Die erste Reise, die Bolsonaro gemacht hat, war jetzt nicht nur in die USA, sondern auch nach Chile. Und es ist eigentlich auch schon klar, dass er den Mercosur schwächen wird, indem er sich ganz offen für Chile ausspricht. Was die Verbrechen während der Diktatur betrifft, ist Bolsonaro ja auch schon von anderen eingeladen worden. Das heißt, es hat Auswirkungen in dieser Hinsicht. Wie wird Bolsonaro die Kasernen der anderen Länder aufrütteln? Ob seine Reise in die USA auch diese Früchte ernten wird, wird es mit anderen Worten ein Interesse seitens der USA geben. Ich glaube, dass es leichter ist, dass ein EU-Mercosur-Abkommen auf die Beine gestellt wird als ein Abkommen USA-Brasilien. Ich glaube, es gibt einige Aspekte an dieser Frage, die du aufgeworfen hast, die interessant sind. Der erste Aspekt: Brasilien in der hispanischen im hispanischen Amerika, ich sage nicht gerne lateinamerikanisch, aber dieses hispanische Amerika hat eine Beziehung von Liebe und Hass. Brasilien ist ein expansionistisches Land. Das ist ja historisch belegt. Er hat sich nach Westen hin immer größer, weiter ausgedehnt in der Vergangenheit. Also diese Mentalität herrscht vor in Brasilien. Zweitens, ich glaube, dass Bolsonaro die Idee gefällt, dass er eine Art Vorarbeiter der USA in Lateinamerika nun sein wird. Ich denke, das gefällt ihm. Und dass er nur noch nicht weitergegangen ist, weil die brasilianischen Militärs vorsichtig sind. Nicht, weil sie eine Gegenmeinung verteidigen. Denn ja, es gibt im Vergleich andere Streitkräfte wie in Venezuela, die sehr viel besser ausgestattet sind als die brasilianischen. Wenn man sagt, Bolsonaro ist der tropikalistische Trump, das ist ein Witz. Denn egal wie verrückt Trump ist, er muss einige Regeln einhalten und sich ihnen unterordnen, sei es der Legislative oder der Judikative. Und in Brasilien gibt es das nicht. Auch die Judikative hat ganz klar gezeigt in diesen 4 Monaten der Regierungszeit, dass sie keine Judikative in dem Sinne ist. Also von daher fragen wir uns, was für eine Rolle spielt Bolsonaro.
Bolsonaro. Sim, nem os paraguaios, er war in Paraguai und hat Stroessner in den Himmel gehoben. Das machen die Paraguayer selbst nicht. Also stellt euch vor, was für eine Mentalität er verteidigt und was für ein Interesse er hat, dass Brasilien ein protagonistische Haltung im Rahmen dieses hispanischen Amerika spielen kann. Ja, was? Ich stimme mit deinem historischen Abriss der Außenpolitik Brasiliens überein. Was aber Lula gemacht hatte, Lula hatte zwei Sachen gemacht, die Region betrafen. Und einmal ist, Lula hat Brasilien südamerikanisiert. Also diese Bekenntnis zu Südamerika war in dieser Intensität noch nie vorhanden. Und es war auch wirtschaftlich durch die Ausdehnung und Expansion der brasilianischen Unternehmen in der Region, aber auch politisch durch die Errichtung von neuen Kooperationsmechanismen, UNASUR, IRSA bereits früher mit Cardoso und so weiter. Also es gab sozusagen die Entdeckung der eigenen Region im kleineren Maßstab, nicht Lateinamerika, sondern Südamerika. Und Lula hatte die Strategie, dass Lula wusste, um die USA aus dieser eigenen Region, geostrategischen Region Südamerika, um die USA außen vor zu halten, müssen wir Ordnung in unserem Haus haben. Wir dürfen keinen Grund für Intervention geben und deswegen diese Konflikte regeln wir unter uns. Es gab die Gruppe der Freunde Venezuelas, es gab die Gruppe der Freunde Brasiliens, es gab verschiedene Gipfeltreffen in akuten Situationen, die Präsidentinnen und Präsidenten haben sich getroffen und das war die Strategie. In dieser Hinsicht kann man sagen, Lula war nationalistischer oder südamerikanischer oder anti-USA mehr als Bolsonaro. Hat gesagt, wir müssen unser Haus, verstanden jetzt als Südamerika, in Ordnung halten, damit wir keinen Grund geben. Kolumbien hat viel engere Beziehungen heute und schon seit einigen Jahren mit den USA als Brasilien. Das heißt, das ist sozusagen, wo die enge Kooperation politisch und ökonomisch und Intelligenz und so weiter schon stattfindet. Das Problem ist eher, ich sehe das Problem nicht darin, werden sie zusammen jetzt was machen, sondern dass Brasilien sich um die Region nicht kümmern wird und das Anlass sein kann, dass eine Koordinierung, eine Regionalführung fehlt und dann von oben, aus dem Norden gesagt wird, wir sollten ein bisschen helfen. Allerdings, wir befinden uns gerade in den USA im Wahlkampf, das spielt auch eine Rolle in dieser Konjunktur mit Venezuela, mit Duque und so weiter. Was ich da sehe, ist eher, dass Brasilien abwesend ist und nicht, dass in diesen Fragen die Bolsonaro-Regierung mit Trump kooperiert. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung zur regionalen Bedeutung und auch deren regionalen Entwicklung unter der Bolsonaro-Regierung. Zum Schluss müssen wir uns, denke ich, nochmal der Frage hinwenden nach den Gegenakteuren, nach den Gegenbewegungen, nach der Rolle der demokratischen Institutionen und ihrer Wehrhaftigkeit, wie Claudia das gesagt hat, oder auch Nicht-Wehrhaftigkeit. Wer sind denn die Akteure und Institutionen, die sozusagen dieser Regierung in all dem, was sie tut, in all dem, auch in all ihrer diskursiven Gewalt, die ja Bolsonaro sehr stark sozusagen anwendet, um letztendlich seine Anhängerinnenschaft auch auf seiner Seite zu halten. Denn es gibt ja nicht nur sozusagen Zustimmung, es gibt ja auch wachsenden Unmut in der Bevölkerung gegenüber der Bolsonaro-Regierung und es bleiben die Maßnahmen, die Reformen, die angestrebt werden und auch zum Teil schon durchgesetzt worden sind, die bleiben nicht unbeantwortet. Es gibt durchaus soziale Bewegungen zum Beispiel und auch Proteste in den ersten Monaten der Regierung. Zum Beispiel gab es im März eine landesweite Mobilisierung gegen die Rentenreform.
Ich denke auch, da ist Luft nach oben, aber immerhin haben sich 70.000 Leute auf die Straße begeben in Sao Paulo. Also das ist auch schon mal sozusagen nicht gerade nichts. Gleichzeitig sollte vor kurzem im Kongress ein Gesetz verabschiedet werden zur Verschärfung der Abtreibungsregeln. Das musste aufgrund von öffentlichem Protest und internationaler Solidarität in diesem Protest zumindest erstmal verschoben werden. Das heißt sozusagen so ganz durchgewunken wird das Ganze nicht. Da gibt es sozusagen, da regt sich Widerstand. Meine Frage ist, zunächst an dich, Renata, wenn wir uns die zivilgesellschaftlichen Kräfte angucken, die sozialen Bewegungen, das ist ja ein Thema, mit dem du dich viel beschäftigt hast. Also wer ist da sozusagen vielleicht eine führende Organisation, die sozusagen so einen sozialen Protest auch stärker anführen kann? Und wie wird dieser Protest im Moment unter der Ankündigung und Durchsetzung von stärkeren Repressionen und Kriminalisierung von sozialen Bewegungen überhaupt durchgesetzt, beziehungsweise welche Strategien wählen die Bewegung? Gute Frage. Portugies, desculpa. Interessante pensar assim que a primeira oposição que eu acho mais forte. Ganz interessant zu sehen, dass der erste Widerstand aus der traditionellen Politik kam. Das waren die Parteien der alten Politik, die an der Urne ihre Niederlage erlebt haben. Interessant war aber auch zu beobachten, dass Bolsonaros Regierung nicht totalitär ist und auch nicht alle sozialen Themen bestimmen kann. Auf den Straßen, beim Karneval, am 8. März, dem Frauentag, gab es viele Aufschreie. Die Frauen werden nicht in die Küche zurückkehren, die Schwulen werden nicht zurück in den Schrank gehen. So ist es. Die Gesellschaft hat sich geäußert. Die Regierung wird es nicht schaffen, diese tiefgreifenden Veränderungen in der Gesellschaft rückgängig zu machen. Das sind Errungenschaften, die die sozialen Bewegungen seit vielen Jahrzehnten erkämpft haben. Auch wenn die Existenz vieler Menschen bedroht ist, das führt aber zu mehr Widerstand. Die Frage der Allianzen zwischen den sozialen Bewegungen, das ist kompliziert. Gestern haben wir gesehen, dass es einen Zusammenschluss zwischen den Gewerkschaften gab, dass es einen Generalstreik gab. Das ist etwas, was wir genauer betrachten sollten als eine Aktion der Bewegung der Arbeiter, die die Möglichkeit haben, Widerstand zu leisten. Wir haben aus den Fehlern der PT gelernt. Wir haben gesehen, dass sie nicht an die schwarzen Bewegungen gedacht haben, nicht an die Frauen gedacht haben, nicht daran gedacht haben, wie die Ungleichheit unterschiedlich auf die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten sich auswirkt. Man muss also Allianzen schließen mit den Volksbewegungen, die Bewegung der Frauen und so weiter. Auch in den einzelnen Bewegungen ist man sich nicht immer einig. Eine der Fragen ist zum Beispiel die Bewegung der schwarzen Frauen, die auch für ihre Sichtbarkeit in der feministischen Bewegung suchen und sich erkämpfen, auch am 8. März zum Beispiel. Inwieweit hat das mit den Themen der PT und mit den Themen des Feminismus allgemein zu tun? Es muss also Debatten geben und man muss dafür sorgen, dass Allianzen geschlossen werden. Es ist nicht so, dass eine Regierung, die Bewegungen bedroht, automatisch zu Allianzen führt. Man muss also anerkennen, wie die unterschiedlichen Gruppen auch unterschiedlich betroffen sind, und das ist ein schwieriger Prozess, der aktuell geführt wird.
Agora é curioso porque é, nós, quer ja, dizer, es ist o PT interessant zu beobachten, dass die PT ja aus den Gewerkschafts- und Gesellschaftsbewegungen hervorgegangen ist, aus diesem Zusammenschluss der Interessen. Und als die PT dann an die Regierung gekommen ist, hat sie diese Bewegungen entkernt. Sie hat diese Bewegung instrumentalisiert, hat ihnen politische Rollen zugesprochen. Und als es dann 2013 zu diesen neuen Bewegungen gab, da war man überrascht. Diese Gewerkschaften und die Bewegungen von vorher waren entleert und waren verschwunden. Wir brauchen also eine neue Bildung, um diese Bewegungen wieder aufleben zu lassen, um dafür zu sorgen, dass sie wieder leben, dass sie wieder ein gemeinsames Thema vertreten, eine gemeinsame Flagge aufhalten, hochhalten. Es ist also spannend, dies zu beobachten. Genau in dem Moment, als Bolsonaro versucht, die Gesellschaft zu entpolitisieren, gibt es auch eine Initiative der Bewegung und der Gewerkschaften, die ihre Flagge wieder hochzuhalten, ihre politische Flagge, ihre Forderungen, die während der PT ja, niedergelegt worden war. Und das ganz abgesehen von den Frauenbewegungen, schwarzen Bewegungen und so weiter. Diese Fragen wurden institutionalisiert. Und jetzt, wo wir aus dieser Debatte der Gesellschaft wieder heraustreten, haben wir noch wenig Erfahrung. Wir müssen also neu lernen, wie wir uns verhalten können und wie wir uns entgegenstellen können gegen die Tagesordnung der Regierung von Bolsonaro. Die Rolle von sozialen Bewegungen in der Politik in einem demokratischen Kontext ist immer, Kosten, politische Kosten zu regulieren. Ja? Also das heißt, was sind die politischen Kosten einer Maßnahme? Wird es Mobilisierung geben, wird es nicht Mobilisierung geben, was machen die Gewerkschaften? Deswegen, also es ist immer ein wichtiger, eine lebendige, pluralistische Zivilgesellschaft. Ich versuche, die Zivilgesellschaft nicht zu idealisieren, weil wenn man sich bestimmte Wahlergebnisse anguckt, dann kann man ein bisschen zweifeln. Aber der Punkt ist, das Wichtige an der Zivilgesellschaft ist die Pluralität und dass sie sich freiheitlich artikulieren kann. Das ist das Wichtige. Deswegen, das funktioniert als Korrektiv und als erhöht die politischen Kosten für verschiedene Maßnahmen und macht Druck, übt Druck aus auf zum Beispiel die Parteien im Parlament, die letztendlich für die Gesetze zuständig sind. Dann wünsche ich mir von den Parteien, dass sie sozusagen mehr Interesse an der Demokratie als an der eigenen Macht haben und das heißt Mehrheiten bilden. Und das Dritte ist die Gerichte, die wenn die Gewaltenteilung einigermaßen funktioniert, natürlich ein Gegengewicht. Was wir sehen in der letzten Zeit, bereits unter der Regierung von Bolsonaro, dass die Gerichte je nach Instanz sich verschieden aussprechen. Also das ist schon zunächst mal gut. Es gibt nicht eine Gleichschaltung der Justiz, sondern manchmal die zweite Instanz widerspricht der ersten Instanz und man kann sich aussuchen, ob man eher mit der ersten Instanz oder mit der zweiten zufrieden ist. Aber die Gerichte als Korrektiv oder als Schutz des Rechtsstaates, die Parteien, die letztendlich die Politik machen und die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die die politischen Kosten regulieren und den Druck ausüben auf die anderen Institutionen. Ein letzter Punkt, der mir gerade entfallen ist. Doch, jetzt habe ich den Punkt. Was wichtig ist, ist Erinnerungsarbeit. Das heißt, meine Angst ist, dass sollte die Regierung Bolsonaro ökonomisch erfolgreicher, ich sage nicht erfolgreich, aber erfolgreicher als die letzten Jahre sein, meine Angst ist, dass die Leute vergessen, was ist im Bereich der Menschenrechte, des diskriminierenden Diskurses passiert. Und das heißt, eine Aufgabe der Zivilgesellschaft ist, selbst
beim wirtschaftlichen Aufschwung daran zu erinnern, dass die Rechte sozusagen kein Warenaustausch ist. Luis, die letzte Frage geht an dich. Nach der Diskussion von heute Abend und den verschiedenen Positionen, die genannt worden sind, wie ist dein Ausblick? Was sind die zentralen? Claudia und Renate haben mit zentralen Herausforderungen geschlossen, Allianzbildung. Claudia hat nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass es sozusagen wichtig ist, dass sozusagen soziale Bewegungen auch institutionelle Räume vorfinden, die demokratisch funktionieren, Parteien, die sozusagen auch das tun, was sie im Parlament eigentlich tun sollten und so weiter und so fort. Wie siehst du das? Was sind aus deiner Sicht die zentralen Herausforderungen und welche Rolle kann hier möglicherweise noch die PT spielen? Eu sempre brinco que quem faz previsão é meteorologia e economista. Witze, ja, also vorausschauen, das ist für die Meteorologen und für die Wirtschaftswissenschaftler. Ich mache da immer Fehler oder die falsche Vorausschau. Also welches Szenario haben wir? Ich glaube, drei Szenarien haben wir, mindestens drei. Und zwar erstens, Bolsonaro führt seine Regierung, seine vier Jahre zu Ende. Entweder sind sie politisch total, also der totale Ruin sozusagen und wirtschaftlich gut. Oder zweitens, Bolsonaro zeigt ganz klar, dass er sich nicht ganz wohl fühlt beim Machtgeschäft. Also diese Liturgie der Macht, das mag er nicht so. Er mag gerne befehlen, ja, aber nicht dieses Machtspiel. Entweder gibt es ein Impeachment vor den vier Jahren, was politisch und wirtschaftlich eine Tragödie wäre für Brasilien, und dann müsste Mourão provisorisch die Macht übernehmen und neue Wahlen ausrufen. Denn das sieht die Verfassung so vor. Also stellen wir uns vor, was für eine Tragödie das politisch und wirtschaftlich wäre. Und drittes ist Szenario, er muss sich einem Impeachment unterwerfen. Nachdem also Mourão die Macht übernommen hat. Weiß nicht, ich denke, die nächsten vier Jahre werden ziemlich schlimm werden für uns Brasilianer. Wir werden neue Probleme haben und alte Probleme, denen wir uns stellen müssen. Und es ist sehr, sehr schwierig, heute vorauszusagen, wie politisch, sozial und wirtschaftlich Brasilien oder die Brasilianer sich verhalten werden in den nächsten vier Jahren. Also ich kann da keine Prognose wagen. Es tut mir sehr leid, ich bin eher pessimistisch in diesem Augenblick. Applaudir o pessimista é difícil, né? Ja, man kann einen Pessimisten nicht beklatschen. Im Namen der Blätter für deutsche und internationale Politik möchte ich Ihnen, dem Publikum, ganz herzlich danken, dass Sie so lange durchgehalten haben. Einen großen Applaus an Sie, aber insbesondere an meine Podiumsgäste hier heute, Renata, Luis und Claudia. Vielen, vielen Dank.